Guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Let's Play Clash of Clans. Und heute ist die Magier Challenge. Ich habe jetzt gerade 55 Magier dabei. Die Queen werde ich nicht benutzen, aber den Erdbebentrank und einen Heiltrank. Und also ich hätte jetzt eigentlich mehr benutzt, aber mehr war gerade noch nicht fertig und ich habe jetzt keinen Bock noch länger zu warten, weil ich jetzt voraufnehme, sonst werde ich nicht fertig. Alter, wieso ist die nicht geschubt, Alter? Dann haben wir zwei Heiltränke dabei. Und ja, wir warten jetzt erstmal, bis das Ding nochmal fertig ist. Dauert ja nicht allzu lange. Und ja, ich habe heute meinen nächsten Bogenschützenturm gestartet. Und ja, ich habe sogar eine neue Base, die sich bis jetzt als gut erwiesen hat, also relativ. Verteidigungslog 64%, 180.000 Gold. Und ansonsten hat er halt nichts bekommen und das bei 64% ist halt schon sehr gut, finde ich. Also mir kommt es jetzt nicht darauf an, auf jeden Fall zu gewinnen. Wir können uns ja mal den Angriff ansehen und dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob das eine sehr gute Base ist oder nicht. Ich werde mal auf zweimal machen. Nee, doch, auf einmal. So, dann kann auch die Tränke ein bisschen weiter gehen. Ich habe halt das alles so gestellt, dass die X-Bögen halt schon recht durchgehend schießen, weil die halt schon gut Damage machen. Und ja, gegen 6er Riesen kannst halt kaum was machen, das ist halt das Problem. Weil ich halt noch die Abwehr nicht allzu hoch habe. Und ja, ohne Clash of Clans Musik ist das eigentlich sehr komisch. Und ja, ihr seht ja bei den Riesen, was sie für einen verdammten Damage machen. Das ist halt übel, Alter. Das ist richtig übel. Ja, die Dings werden ganz schön schnell weggebrettert. Die Heiler. Dafür war jetzt auch ein Heiler da oder so. Aber wie gesagt, der Barbarenkönig, der stirbt halt gerade recht schnell. Wie ich finde. Und, ja. Der hat halt, seht ihr das? Er hat halt nicht wirklich die Base wirklich hart getroffen. Also wirklich nicht. Sieht man, Alter, der hat vielleicht, das Lager wurde noch mitgenommen. Ich glaube, das Goldlager wurde auch noch mitgenommen. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das wurde noch mitgenommen. Wenn ich gerade den Punktestand hier auf das Geldlimit gucke, dann, ja, das genau, das wurde noch mitgenommen. Und ja, mehr haben die irgendwie nicht hingekriegt. Scheint mir. Der Queen hat, glaube ich, dann jetzt noch ein bisschen Minen kaputt gemacht, aber ansonsten ist, ihr seht das, also er hat jetzt ja nicht wirklich mir sehr viel abgezogen und die Base, die ist halt, also die X-Bögen, wie ich halt das auch wollte, schießt halt durchgehend, das ist halt übelst gut. Und ja, ich sollte mehr Klankrieg machen. Das Ding ist, wir brauchen noch ein paar mehr Member, dann können wir auch Klankrieg machen, aber jetzt momentan geht das noch nicht. Ich werde auch Klankriegsfolgen machen, Nico dann wieder auch. Wir hatten ja immer sehr viel Spaß daran. Ihr seht, die Base, er kam halt nicht wirklich mehr ran. Und ja, wir haben jetzt gerade, ich hole mal kurz, ich habe meine Smartwatch um, einen Moment, 2:01 Uhr, wo ich das jetzt hier aufnehme. Nachher verpenne ich wieder, also bearbeite ich das Video jetzt hier abends. Und lad das dann schon mal so geplant hoch und so. Ihr seht das dann, juckt euch ja nicht. So, wir suchen jetzt erstmal nach einer, warte mal, ist der gut? Ich weiß es nicht, ob der gut ist, aber wir haben jetzt erstmal zwei Heiltränke. Wenn es drauf ankommt, dass ich Trophäen verlieren sollte, werde ich den Barbarenkönig und die Queen nutzen. Aber ihr seht erstmal, was für eine gewaltige Power ein Magier, 55 Magier, bewirken können. Und ja, meistens ist es halt gut zu benutzen bei Rathaus 8 dann. Und es bringt halt schon übel, finde ich. Also es kann sein, dass ihr das anders empfindet, aber ich empfinde das so. Also am Anfang musst du Heiltränke drauf werfen, dass sie halt gut kommen. Jetzt natürlich sind sie ein bisschen so. Leider ist mein Erdbebentrank jetzt nicht wirklich so Bombe gemacht. Und so ein Trank für meine Truppen habe ich jetzt auch nicht dabei. Also ich muss sie reinschicken, weil ich sonst verliere. Und das ist jetzt nicht wirklich gut. So, ich habe eben einen Angriff gemacht, den werde ich euch auch nochmal zeigen. Der war 100% mit Magiern. Dass ihr seht dann, also in jeder Folge bis jetzt, wo ich zeigen sollte, was sie so können, habe ich irgendwie so ein bisschen verkackt. Und ich möchte jetzt gleich mal zeigen, dass ich auf 100% gespielt habe, wie das denn so wird. So.
So, ich mache jetzt den Sound wieder an. So, ich habe jetzt mir den Sound angemacht. Ich finde das so viel bequemer. Angriffslog, 100% hatten wir hier gemacht mit 55 Magiern. Mit einem Packer und so. Also ist es zwar. Nee, warte. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Gleich zeigen wir nochmal mit. Habe ich den nicht gerade angegriffen? Nee, genau. Ich mache jetzt meinen Clash of Clans auf dem Headset leiser. So. Sieht sehr gut aus, also. Sieht ja, ich habe halt noch Wuttränke benutzt, dadurch sind die Magier übelst gut reingekommen. Und meine Queen und so war halt auch da. Und dann seht ihr mal, was für eine gewaltige Power auch Magier haben. Seht euch mal das Elixier-Lager an, wie weit runtergegangen das ist. Und ja, ich war aus dem Grund mit dem Angriff so zufrieden. Aus dem Grund, weil ich halt Elixier zieht euch das rein. Und Elixier und dunkles Elixier. Das war halt schon übel. Und ja, ich habe halt dann. Wie seht euch das an, wie ich den zerstört habe? Gleich gucken wir es nochmal den an, den ich 100% gemacht habe. Damit war ich auch sehr zufrieden. Da wollte ich halt ausprobieren, wie die Taktik denn so ist. Und ihr seht ja, die ist halt, wenn man sie mit Heil- und Wuttränken versorgt, sehr gut. Wie ich finde, also eben der Angriff, da hatten sie ja Clan-Truppen, wenn ich das richtig gesehen hatte. Und dagegen hatte ich halt keinen Trank. Und ja, das war halt das Problem an der ganzen Sache, dass ich denen nicht helfen konnte, die wegzumachen. Und das machte das Ganze dann halt noch viel schwerer. Und ja, ich bilde jetzt mal Barbaren aus. Für die nächste Folge schon. Ich habe mir überlegt, immer so Samstag mich dran zu setzen, 7 Folgen Clash of Clans aufzunehmen. Da kann ich zwar nicht so gut auf die Kommentare eingehen, die mir geschrieben wurden, aber dann, also in der Woche, also wenn meine Schule wieder losgeht, das ist ab Mittwoch, werden wieder pro Tag ein, maximal 2 Videos folgen. Und ja, wir gucken uns jetzt mal den Angriff an, den ich hier gemacht habe. Mit 100%. Ihr seht, die Miet war voll, er hat wirklich gut gedroppt. Und ja, ich habe halt versucht, so wenig und so klug die Magier einzusetzen, wie es ging. Ich habe die Magier am Anfang unterschätzt, das siehst du gleich, weil ich setze die Clan-Truppen, obwohl es nicht nötig war. Also ihr seht, ich habe schon gut, da ging ich schon gut ab. Und das sah halt für mich sehr wenig aus, was da halt passiert ist. Und aus dem Grund habe ich dann halt, hier seht ihr, der Barbarenkönig, Queen und den Packer gesetzt. Und also ich wusste auch nicht, dass da ein Packer drin ist. Aber ja, kurioserweise greife ich gerade schon wieder einen Spieler an. Ich hatte mal vor ein paar Monaten den Spieler 007 schon mal angegriffen. Da war ja noch Rathaus 7. Ob das natürlich erst der Spieler ist, ist natürlich eine Frage. Aber der Name kam mir schon bekannt vor. Und seine Aufstellung irgendwie auch. Also es kann ein übler Zufall sein. Oder es ist ein anderer Spieler. Und also ich glaube, dass es der gleiche Spieler ist. Weil er jetzt noch nicht sehr lange auf Rathaus 8 ist, so wie es mir aussieht. Und anscheinend vielleicht noch nicht mehr spielt. Und ja, ihr seht, es lief wirklich übelst gut. Ich kam gut rein. Und ja, ich versuche nochmal andere Kombinationen irgendwann mal. Und ja, ich überlege mir dann für die nächste Folge vielleicht einen normalen Angriff zu machen, weil das haben wir ab und zu und eigentlich greifen wir ja immer mit Barbaren und Bogenschützen an. Und jetzt habe ich halt so ein bisschen Abwechslung reingebracht. Jetzt möchte ich halt gerne wieder mit Barbaren und Bogenschützen angreifen. Und das aus dem Grund, weil ich wirklich gerne mit dieser Truppenkombination angreife. Und mir das auch momentan sehr viel Spaß macht. Und ja. Ihr seht, man kann, wenn ich meine ganzen Truppen draufsetze und so, wirklich ohne Problem ein Rathaus Level 8er zerlegen. Und ich denke, dass ich mit dieser Truppe, wenn ich richtig dran gehe, wenn er nicht allzu stark ist, auch sehr gut ein Rathaus 9er kriegen könnte. Ich bräuchte halt nur zum Beispiel so andere Tränke und so. Und ja, wir tun jetzt erstmal hier den Trank rein, dass der halt alles gut ist. So, ich leere Minen. Und ja, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich halt versuche, den Bogenschützenturm abzugraden. Mir fehlt ja auch nicht mehr viel. Und ja, kannst du mal bei Minen entleeren. Ja,
da hat sich das dann so ergeben, dass ich den halt upgraden konnte. Das habe ich natürlich auch direkt gemacht, weil ich will meine Burg ein bisschen aufwerten. Und aus dem Grund, ja, kommt als nächstes der letzte Magierturm auf 9 dran. Der steht, wo steht der? Ich weiß, da. Da steht er. Den werde ich dann auch noch machen. Der ist dann in 2 Tagen auch am Ausbauen. Denke ich, soweit ich es schaffe. Und also in 2 Tagen, da ist, haben wir es Dienstag. Machen wir Mittwoch draus. Mittwoch muss ich habe ich da noch frei? Nee, genau. Donnerstag muss ich in die Schule. Also Mittwoch habe ich noch gut was zu farmen. Und da kommen auch schon Videos für euch. Und ja, für diese kleine Info beende ich dann auch mal die Folge. Das sind über 10 Minuten jetzt gewesen. Also jetzt 10 Minuten 50, aber die wird jetzt noch. Und ja, ich habe jetzt hier, bin jetzt noch ein bisschen am Farmen und rendere das Video, bearbeite das etc. und lade das jetzt schon mal hoch. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wann ihr es auch immer seht, oder schönen Abend. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Lasst mir auch eine, einen Kommentar da, wie ihr diese Folge denn so fandet. Ich bin ein bisschen mehr darauf eingegangen, auf die Truppen, ob ich das immer so machen soll oder so. Und ja, ich bedanke mich nochmal für die Leute, die auf Twitch in den Clan, unserer Community-Clan gekommen sind. Ich habe ihn jetzt auch unten in der Community, Beschreibung verlinkt. Verlinkt in dem Sinne Überschrift Community-Clan, darunter der Name. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr reinkämet, sagt, dass ihr aus YouTube vielleicht kommt, dass wir da so Bescheid wissen. Und ja, bis zur nächsten Folge Let's Play Clash of Clans. Tschüss.